Am 8. Spieltag in der Landesklasse Mitte der Männer empfing der SV Germania Mittweida den SV Barkas Frankenberg. Nicht nur auf dem Papier, sondern auch auf dem Platz wurde bei Zeiten sichtbar, wer im Regionalderby die Favoritenrolle übernimmt. Traumhaftes Wetter, beste Platzverhältnisse und 220 Zuschauer, da waren die Erwartungen sehr hoch. Und zumindest am Beginn der Partie gerechtfertigt. Die Hausherren präsentierten schon in der 3. Minute den ersten Leckerbissen. Markus Pietsch servierte diesen langen Ball punktgenau auf den Fuß von Silvio Krötsch. Und der griff in die Technikkiste. 1:0. Bei den Hausherren waren bis auf Mohanad Salim wieder alle an Bord. Und das Schiff nahm Fahrt auf. In der 9. Minute Einwurf von Tommy Wilsdorf auf Markus Pietsch. Sein Kopfball konnte Gästekeeper Heinicke nur zur Ecke abwehren. Die brachte Silvio Krötsch herein und Hannes Rüssel ließ Gästetorwart Heinicke keine Chance. 2:0 nach 10 Minuten. Die Messen im Stadion am Schwanenteich waren offensichtlich gesungen. Die Gäste machten sich derweil auf den Weg in Richtung Germania-Tor. Dabei komponierten sie nicht schlecht. Felix Ebert konnte daraus kein Kapital schlagen. Kevin Frieden hatte aufgepasst. Den anschließenden Eckball brachte Tom Göckeritz herein. Aber der Kopfball von Philipp Heidrich zu ungenau. 14 Minuten waren da von der Uhr gelaufen. 4 Minuten später Freistoß auf der anderen Seite. Andreas Hönig, sein Ball abgewehrt auf Richter. Der sah Kevin Frieden, Endstation Heinicke. In der 20. Minute dann Freistoß für die Gäste. Tim Rosenthal versuchte es mit einem Anspiel auf Roger Baum, keine größere Gefahr. Auf der anderen Seite. Einwurf von Tommy Wilsdorf abgewehrt, erneut hereingebracht und Kevin Pitroff mit dem Kopf. Heinicke sicher. Der SV Germania kam weiter, denn die Gäste hatten nur sehr wenig entgegenzusetzen. Der Schuss von Patrick Richter lag nicht schlecht. 40 Minuten waren da gespielt und bis zur Halbzeitpause gab es nur noch fußballerische Schonkost für die Zuschauer. Mit der Hoffnung auf Besserung ging es mit dem 2:0 in die zweite Halbzeit. In der 6. Minute kam ein Angriff über rechts, Kevin Frieden auf Silvio Krötsch. Der brachte den Ball in den 16-Meter-Raum. David Barral konnte vor Kevin Frieden klären. Auf das 3:0 mussten die Zuschauer weiter hoffen. Daran änderte auch die nachfolgende Ecke nichts. Den Ball von Krötsch verlängerte Frieden und Richter mit dem Kopf. Einwurf in der 54. Minute, ausgeführt von Wilsdorf. Pietsch mit dem Kopf. Germania blieb dran. In der 58. Minute dann dieser herrliche Pass von Rüssel. Prima mitgenommen von Hönig, der sah den Frankenberger Keeper zu weit vor dem Tor, zu ungenau. 2 Minuten später, Krötsch auf Richter, der schickte Hannes Rüssel über links, Abspiel erneut auf Krötsch, Glück für Torhüter Heinicke. Mitte der zweiten Halbzeit begannen die Frankenberger, sich von den spielerischen Mitteln mehr und mehr zu verabschieden. Zuerst musste der Trainer den Platz verlassen, dann handelte sich Philipp Heidrich für diese Aktion gegen Pitroff die rote Karte ein. In der 73. Minute dann dieser Angriff der Germania über rechts mit Raute, Pietsch und Pitroff. Keeper Heinicke hatte aufgepasst. Kevin Pitroff leitete die nächste Aktion ein. Richter zum ersten und Krötsch zum zweiten. Glück für die Gäste. So langsam wäre wieder ein Tor fällig, diesmal über rechts. Krötsch schaltete am schnellsten und die Frankenberger konnten sich wieder einmal bei ihrem Keeper Christopher Heinicke bedanken. Die Zeit verstrich ohne nennenswerte Frankenberger Aktion bis zur 88. Minute. Roger Baum sprang dieser Flankenball an die Hand. Schiedsrichter Leikauf zeigte sofort auf den Punkt. Patrick Richter stellte quasi in der Schlussminute den 3:0 Endstand her. Für die Mittweida hieß das der dritte Sieg in Folge und ein Treppchen rauf. Für die Gäste ging es in der Tabelle einen Platz runter. Was die Serie der Zschopaustädter wert ist,
wird sich am Wochenende zeigen, wenn der BSV 68 Sebnitz anreist.